Hallo. So, heute leider wieder von meinem Balkon. Ich glaube, ich werde das mal ausrichten ein bisschen. Wieder mal von meinem Balkon. Es ging leider nicht anders. Ich wollte es zwar ein bisschen eher im Wald machen, aber es ging nicht anders. Heute war wieder saumäßig viel auf der Arbeit zu tun und ich musste leider um 1 Uhr nachts aufstehen. Gut, also mache ich das auf dem Balkon. Aber ich denke, das Messer kennt schon jeder. Es geht hier um die schwarze Ausgabe vom Mora 510, dem Mora 510 Black. Dies gibt es nur, also das bekannte Modell ist die 510 in Rot. Dieses schwarze Modell gibt es nur zu beziehen über die Firma HKGT. Das 510 wurde leider eingestellt zugunsten des 511, an dem man ein Fingerguard, so hieß das, angebracht hat. Und dies ist eigentlich ein 511, an dem ich diesen Fingerguard abgemacht habe, wie man hier sehen kann. Absolut unnötig, meiner Meinung nach. Und damit haben sie dann auch die Scheide verschlechtert. So, ob das Messer, ob man damit Holz bearbeiten kann, keine Ahnung, ich denke schon. So, brauchen wir auch Beton? Da stehen die Jungs ja drauf. Man kann. Ich sag's echt ungern. Aber ein Messer. Kein Beil. Und Beile gibt es für ab 8 Euro beim Penny. Kauft euch ein Beil, wenn ihr Holz spalten wollt. Aber nehmt nicht so ein Messer dafür. Dafür sind die nicht gemacht. Wichtig ist, dass dieses Messer, wie jedes von Mora, sau scharf Werk daherkommt. Ich zeig's. Es ist nicht nötig, weitere Schnittsexperimente zu zeigen, wenn man sieht, dass dieses Messer durch Papier durchgeht. Einfach so. Man muss da keine Feathersticks mehr machen oder Beton ist echt. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Für den Arsch, wenn man eine Axt hat. So, was ich wiederum mache, ist, da dieser skandinavische Schliff dazu neigt zu wellen, wenn man das zu sehr hier auf die Schneide Druck ausübt, zum Beispiel beim Betonen oder beim Schnitzen, mache ich dann eine Mikrophase drauf. Das mache ich wieder mal mit diesem billigen 1,99 Euro Messer oder Werkzeugschleifer von Lidl, den ich allerdings schon seit ein paar Wochen und Monaten in Gebrauch habe. Das heißt, der ist nicht mehr neu und ist dementsprechend auch etwas abgenutzt. Das heißt, der arbeitet etwas feiner. Und das mache ich mit 8 Strichen auf jeder Seite.
Nur damit man sieht, dass ich jetzt die Schneide nicht kaputt gemacht habe. Übrigens, das ist mein Miltec-Rucksack, den ich auf der Arbeit benutze und auch im Wald. Und hier ist die Scheide dazu. Wie ich das schon mal erwähnte, ich kann nicht verstehen, dass die Leute was gegen diese Plastikscheiden haben. Ich finde die gut. So, man hat hier diverse Einarbeitungen, wo man die durchstecken kann. Also zum Beispiel hier. Und hier. Und da kommt dann das Messer rein. Als zweites Messer oder Backup, wie man jetzt auf Neudeutsch sagt, ist das eine gute Möglichkeit ist zu verwahren. Da ich gerne meine Messer etwas modifiziere, sodass ich die auch am Gürtel tragen kann oder sei es an was man das auch immer festmachen kann, habe ich hier mit an diesem, was sehr oft bemängelt wird, an diesem Gürtel, dieser Befestigung vom Gürtel, nicht Clip oder so, also auf jeden Fall, wo man den Gürtel durchzieht, habe ich hier eine, ein, wie heißt das jetzt? Einfachsten deutschen Worte fallen mir nicht mehr ein, seitdem ich mit englischen Videos zu tun habe. Man könnte jetzt sagen mit Kabelbinder, genau, so heißen die Scheißdinger, Kabelbinder. Kabelbinder durchgezogen. Weil ich mag das nicht, meinen Gürtel auszuziehen, um mein Messer abzunehmen. Jetzt kommt etwas, was ich mir bei eBay ersteigert habe. Das ist ein kleiner Kompass, der auch ein Karabinerhaken ist. So, den ziehe ich jetzt hier durch. Und damit kann ich das dann auch an einem Gürtel befestigen oder an der Schlaufe von einem Gürtel oder woran auch immer. Der Karabinerhaken kann ja auch größer sein. Man kann es an allem befestigen, was man will. Was ich auch wiederum gerne mache, sind diese, wie man sagt, Ranger Bands. Im Prinzip nichts anderes als die inneren Luftschläuche von Fahrradreifen. Hier rum, hier hinten ist, ja, im Englischen sagt man eine Hacksaw Blade, obwohl man die eigentlich gleich nicht mehr braucht mit dem, was ich vorhab, wo man den Diamantstahl, Quatsch, Diamantstahl. Feuerstahl, das ist mir beim letzten Review auch passiert, einen Feuerstahl befestigen kann, da passiert gar nichts, der ist fest. So, jetzt mache ich etwas, was ich mit all meinen Moras mache, man könnte es vielleicht hier noch sehen, das ist noch original belassen, also praktisch fast rund und sehr uneben. Ich zeig das mal mit dem Diamant, mit dem Fallstein. Da kommt so gut wie kein Funke raus.
hier auf der Fläche rum. Kann man sehen, das ist gerade abgeschliffen. Jetzt kann man es nochmal versuchen. Ich würde sagen, das spricht für sich, auch man sieht es. Verfärbung durch den Zinnstein. Jetzt kommen wir zu dem Test, der mir am besten gefällt. Das ist der Kuschel-Test. Zum allerersten, wir haben gleich 19 Uhr. Ich bin seit 1 Uhr auf dem Bein, also 18 Stunden. Ich würde sagen, ich habe mir ein Bier verdient. Aber nicht irgendeins. Ein Desperados. Lecker. So. Artus Kochstudio auf dem Balkon dürfte bekannt sein. Und dazu nehme ich jetzt heute eine Cabanossi. Das ist jetzt praktisch Teil 2 vom Video. So ein Tipp, was man draußen im Wald kochen kann. Was Einfaches, was Schnelles, was gut schmeckt und auch reichlich Kalorien hat. Zumindest für eine Portion. So, das sind ganz normale Cabanossis, aus Lidl, ich glaube 1,99 Euro. Ja, 1,99 Euro. Die fuchtel ich jetzt. Ein MSA Cookpot, den ich natürlich, hatte ich euch auch schon in mehreren Videos gezeigt, mit Ofenrohrlack lackiert habe, um die Rückstände, die man beim Holzbrennen auf dem Topf oder auf dem Geschirr hat, besser abzubekommen. Die haften dann nicht mehr so leicht daran. Übrigens, wenn man schneidet, also so Kochgut schneidet, kleiner Tipp, fahrt immer mit der Schneide am Fingernagel vorbei.
Dann schneidet ihr euch auch nicht in den Finger. Ein ganz normaler Camping-Gaskocher. Das lasse ich jetzt ohne Öl oder so ankochen oder anbraten. Denn diese Cappadocis, die sind dann für sich sehr fett. Und heute gibt es dann Tomatenhackfleischreis. Das ist, glaube ich, aus dem Kaufland für 59 Cent. Und hat pro 100 Gramm Trockenprodukt 383 Kalorien. Das sind also, man könnte sagen, 520 bis 540 Kalorien plus das, was man durch die Cabanossis bekommt, ist das eine von vier Mahlzeiten. Man kann das schon richtig riechen. Das riecht fast wie Bacon. So, da ich jetzt das Hackfleisch Reisgemisch anmischen möchte, brauche ich aber die Cabanossis nicht dazu. Nehme ich dann wieder runter. Einen halben Liter Wasser dazu. Dazu kommen wieder ein paar Zwiebeln, die ich sehr gerne mag in solchen Mahlzeiten. Die machen das Ganze etwas sämiger.
probieren, wie man sehen kann. Das ist schön braun. Ja. Cabanossi sind meistens aus 100% Schwein, in diesem Fall nicht. Die sind aus Truthahn und Schinken. So, jetzt mache ich mal die Kamera aus und sobald es anfängt zu kochen, oder es fängt ja schon fast zu kochen, na, dann kann ich es auch anlassen. Man muss es soweit verkochen, bis es eine gewisse Sämigkeit erreicht hat, das heißt, das Wasser praktisch verflogen ist, weil es ja dann, oder nicht verflogen, sondern in den Reis eingezogen ist. Man kann es schon sehen. Sieht wirklich sehr lecker aus. Wenn ich das schon mal probiert habe, weiß ich auch, dass es sehr lecker schmeckt. Und jetzt tue ich die Cabanossi hinein. Ich mal ein bisschen runter. Und jetzt schneide ich die zweite Cabanossi hinein. Zwar eine ganz dünne Scheibe, damit das Fett aus der Cabanossi in den Reis einziehen kann. Und damit auch der Geschmack.
der Opa da unten kriegt die Baustelle zugeschlossen. Der ist schon zu tatterig. Ach, jetzt hat das. Wer muss morgen in Rente? Keine Chance. Oder erschießen. Wer weiß. So, man kann das sehen, wie lecker das schon aussieht. Und im Prinzip ist das eine Mahlzeit für zwei, vielleicht auch drei Personen. Anderthalb, wenn es meine Person ist. Das sieht verdammt lecker aus. Ich kenne das Ergebnis schon. Es ist lecker. Ich hol's mal näher ran. Ich mach den Kocher auch raus. Also sicher gucke ich. Man kann diese Kocher übrigens, da kann man die Flaschen einfach rausholen. Die haben so eine kleine Öffnung. Damit stellt man die hier rein. Das heißt, oder man kann damit sehen, dass man da keine Fehler macht. So, man kann jetzt runterdrücken. So wird es reingedrückt. So, ich hoffe, man kann das sehen. Und jetzt kommt der grüne Abschluss vom Mora 510 Bericht. Abendessen. Ich kenne das Ergebnis schon, aber es ist einfach lecker. Also. Eine einfache Mahlzeit, die man sich im Wald machen kann. Macht keine großen Umstände. Ist im Prinzip schon praktisch fertig. Man muss die Cabanossis ja nicht reinschneiden. Man kann, muss nicht. Aber es schmeckt 10-mal besser damit. So, ich hoffe, mein kleiner Bericht über das Mora 510 Black hat euch gefallen. Kocht das mal nach. Das ist wirklich saulecker. So, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, Kommentare, Bewertungen und Subscriber-Clicks sind gerne willkommen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.